So, moin. Moin. Heute moderiere ich mal an. Unser letztes Video für heute, die Cherry Bomb, die wir natürlich jetzt erst viel zu spät besprechen, weil ausverkauft. Aber trotzdem solltet ihr alle wissen, was euch entgeht. Das ist ein wunderschöner 95er Space Cider aus einer kleinen Familiendestillerie, die immer noch Familienbesitz ist, wie gesagt. Vollzeit, also Full-Term Sherry Maturation und 15 Jahre in einem richtig alten PX-Oktavs nachgereift. Also im Prinzip Sherry Brett pur. Das ist jetzt die dritte von unseren Cherry Bombs. Die ersten zwei zählen ja in der Szene schon zu den gefühlt legendären Abfüllungen. Und gerade die wir da am Anfang gemacht hatten, da Die erste. sind wir richtig mit durchgestartet. Auf den Tranoster damals, ja. Deswegen ist das jetzt sozusagen die konsequente Weiterführung des Ganzen. Und es wird bestimmt auch nicht die letzte sein. Wir stehen für gute Sherry-Abfüllungen. Weiterhin, so wie bis jetzt auch, und das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Und wir wollen euch jetzt daran teilhaben lassen. Genau. Wir verriechen direkt, weil es ist ein bisschen Zeitdruck dahinter. Das Tasting startet heute auf Sylt gleich. Von daher. Ah ja, das sind natürlich dunkle Früchte, Rosinen, Sherry. Wenn man viel von der Destille hatte, wird man sie auch in der Nase wiedererkennen. Ja. Ich denke, die Profis werden das sofort haben. Wobei man diese Destillerie nachsagt, man hätte eine starke Eisennote und eine gewisse Sprittigkeit. Die Puristen werden mich steinigen dafür, ist mir egal. Aber was eventuell störend bei der Destille ist, ist weg. Trotzdem ist der Brennereicharakter erhalten, was ich sehr gut finde. Auch wieder Dark Sherry, rein vom Fass, nicht gefärbt, nix. Lounge Männer und Frauen Zum Wohl. und diverse. Ja, der Name hält, was er verspricht. Schade, dass alle ist auch Du wieder hast richtig, richtig Sherry-Brett. Da habt ihr viele Stunden Spaß. Sherry, dunkle Früchte, Rosinen. So gut kann Sherry fast Whisky sein. Wie gesagt, Also. subjektive Meinung, aber sieht auch schön aus. Diesmal haben wir ein Rindvieh vorne drauf. Mein Sternzeichen. Ja, war schön. Wieder diesmal kurz und knackig und schmerzlos. Leute, für uns soll es das heute hier gewesen sein. Wir gehen jetzt noch ins Tasting, werden den Insulanern hier Dahin putzen Wahl. Ja. werden den Insulanern noch unsere Abfüllungen näher bringen. Wir hatten hier einen super schönen Tag. Wir können jedem auch nur einen Besuch bei den Sylter Whisky-Leuten im Whisky-Kontor hier ans Herz legen. Grüßt euch mal von uns, wenn ihr hier seid. Und ansonsten sagen wir schönen Tschüss Abend und schönen und Abend. Sonntag.